Hallo ihr euren Raketen, ich bin's wieder, euer Markus Eddegüst und heute geht es um das Thema Wirecast und die Frage, wie sinnvoll sind Live-Videos im Videomarketing? Viel Spaß bei meinem Video! Hallo und herzlich willkommen! Wenn du viel mit Live-Videos arbeitest, dann wirst du sicherlich schon über Wirecast gestolpert sein. Wirecast ist ein Tool, welches von Telestream entwickelt wurde und 2004 veröffentlicht wurde. Dieses Tool wird weltweit von extrem vielen Livestreamern genutzt. Es wird auch von Video-Creators verwendet. Wenn du allgemeine Punkte noch wissen möchtest, noch mehr darüber wissen möchtest über dieses Tool, dann liest dir auf jeden Fall den Blogbeitrag durch, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Das wichtigste Thema heute ist natürlich, wie sinnvoll sind Live-Videos im Videomarketing? Dazu gebe ich dir am Ende von dem Video vielleicht nochmal ein, zwei Gedankenanstöße mit, wie du das vielleicht für dich nutzen kannst. Lass uns jetzt so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen. Lass uns als erstes mit den Nachteilen beginnen, weil Wirecast ist ein Tool, welches letztlich lokal auf den Rechner installiert werden muss. Das ist schon der erste Punkt, der so ein bisschen nachteilig ist. Sollte dein Rechner für dieses Tool nicht ausgelegt sein, dann musst du dich weiter umschauen nach anderen Alternativen. Denn wichtig ist, dass die Hardware letztlich in deinem Rechner stimmt, und sollte diese nicht stimmen, du aber dennoch dieses Tool nutzen möchtest, dann können hier natürlich Kosten auf dich zukommen, da du hier letztlich deine Hardware upgraden musst, um dieses Tool nutzen zu können. Der nächste negative Punkt sind natürlich die Kosten an sich für das Tool. Dazu habe ich dir in dem Blogbeitrag unten in der Beschreibung die Preismodelle verlinkt. Du kannst es dir also anschauen. Auch hier kann es letztlich dazu kommen, dass es für Einzelunternehmer, kleinere Unternehmen oder generell für Unternehmen oder Unternehmer, die doch mit einem sehr engen Budget arbeiten wollen bzw. müssen, das kann letztlich dann ebenfalls eine Herausforderung werden. Und dann ist natürlich, das setzt sich so ein bisschen in Klammern, die Lernkurve ein kleiner Nachteil. Denn hier ist es letztlich so, dass du viele fortgeschrittene Funktionen hast und mit denen musst du dich natürlich erstmal beschäftigen. Klar, du musst dich mit jedem Tool vorher beschäftigen, aber hier ist es letztlich so, dass es hier wirklich viele, viele Punkte gibt, mit denen du dich auf jeden Fall vorher mehr beschäftigen musst. Bedeutet also, dass gerade zum Anfang solltest du mehr Zeit für die Einarbeitung einplanen. Auf der anderen Seite, und deswegen setze ich das so ein bisschen in Klammern, ist es so, dass Wirecast mit Kundensupport, mit Foren, Blogs, Tutorials dir wirklich extrem viel an die Hand gibt, dass du letztlich relativ schnell mit diesem Tool klarkommst und damit letztlich arbeiten kannst. Die Vorteile bei Wirecast sind zum einen die Integration. Das heißt, du hast die Möglichkeit, währenddessen du mit Wirecast deinen Livestream aufnimmst bzw. streamst, hast du halt die Möglichkeit, auf vielen verschiedenen Plattformen das Ganze gleichzeitig zu machen. Somit steigt natürlich oder kann letztlich natürlich für dein Content die Reichweite steigen. Auf der anderen Seite, was halt auch noch positiv dazu kommt, ist halt die Multi-Streaming-Funktion. Das heißt, du kannst verschiedene Kameras nutzen, du kannst verschiedene Tonquellen nutzen, die du letztlich in deinen Livestream integrierst. Zudem, und das ist das, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, das wirst du dann am Ende nochmal hören, ist halt die Möglichkeit, dass du deine Livestreams interaktiv gestalten kannst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, Umfragen, Grafiken, Effekte direkt in deine Livestreams letztlich zu integrieren. Somit kannst du natürlich die Interaktion deiner Zielgruppe fördern, was am Ende natürlich auch wieder so ein bisschen eine positive Auswirkung auf die Conversions haben kann. Das heißt also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Bereich bei Wirecast. Fakt ist, es gibt eine kostenlose Variante, eine kostenlose Testversion, die du dir runterladen kannst. Das empfehle ich auf jeden Fall immer. Schau dir das Tool vorher an,
prüf es auf Herz und Nieren, wobei du bei einer kostenlosen Testversion immer daran denken musst, dass du nicht den vollen Funktionsumfang zur Verfügung hast. Das heißt also, dass du dann, sollte dieses Tool für dich interessant sein, natürlich ein Stück weit Geld in die Hand nehmen musst. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Sind Live-Videos im Videomarketing sinnvoll? Definitiv, weil du dich von der Masse abhebst. Na, du kennst es zum Beispiel, eine Landingpage mit hier Webinar und da Webinar und es sind nur noch 5 Sitze frei und so weiter. Und letztendlich, wenn du dir so ein Webinar anguckst, dann wird zwar, ich sag's mal, nicht schlecht, aber dann bekommst du halt mit, wie der Moderator letztlich mit der Zielgruppe arbeitet. Und du hast gar nicht die Möglichkeit, damit irgendwie zu interagieren, weil dieses Webinar einfach aufgenommen wurde und immer wieder abgespielt wird. Grundsätzlich, klar, ist es eine gute Sache, man kann das Ganze automatisieren. Aber hier ist es letztlich so, wenn du deine Webinare live machst, dann hast du halt immer die Möglichkeit, mit der in dem Augenblick vorhandenen Zielgruppe zu interagieren. Du kannst mit ihnen chatten, du kannst, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, du kannst Live-Chats integrieren, du kannst Q&A-Sitzungen letztlich machen und du kannst auch während deines Webinars Umfragen machen. Du hast dann sofort Feedback zur Verfügung, was du letztlich in dein Webinar integrieren kannst oder in folgende Webinare integrieren kannst. Und das macht Wirecast schon sehr interessant. Und als nächstes hast du halt nicht nur die Möglichkeit, Webinare zu machen, wenn du zum Beispiel Coaching-Dienstleistungen anbietest, sondern selbst wenn du Produkte anbietest für den täglichen Gebrauch, für den monatlichen Gebrauch, wie auch immer, auch dann hast du die Möglichkeit, halt mit Live-Videos zu arbeiten. Du kannst deine Produkte live vorstellen, hast halt durch die Integrationsmöglichkeiten, hast du halt die Möglichkeit, das sofort sehr breit aufzustellen und zu veröffentlichen. Du kannst während dieser Live-Vorstellung kannst du ebenfalls ein Q&A machen oder du kannst einen Live-Chat integrieren, der dann zum Beispiel von einem Kollegen betreut wird, wo die Nutzer halt Fragen stellen können oder vielleicht von dir ja auch mal eine andere Aktion verlangen als die, die du gerade vor der Kamera machst. Also Live-Videos in Bezug auf Dienstleistungen, was Coaching und andere Schulungen angeht, ja, definitiv. Mit Webinare arbeiten, ja, definitiv. Aber halt auch das Promoten deiner Produkte, wenn du, ich sage es mal in Anführungsstrichen, physische Produkte anbietest, auch das macht auf jeden Fall Sinn im Videomarketing und kann natürlich auch gewinnbringend letztlich eingesetzt werden. Und Fakt ist, und das ist ein Punkt, der immer dabei bedacht werden muss, du hebst dich von der Masse ab. Du bist in diesem Fall, bist du halt ein Stück weit anders, du veröffentlichst keine aufgenommenen Webinare und ja, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass du Zeit investieren musst, aber jetzt muss man natürlich betrachten, welcher Weg letztlich natürlich besser funktioniert und auf welche Art und Weise du letztlich deine Produkte an den Mann bringst. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass hol dir Wirecast als Testversion, prüfe das Tool auf Herz und Nieren, schaue, wie du das Tool letztlich in deine Online-Marketing-Videomarketing-Strategie integrieren kannst und wäge dann natürlich ab unter Betrachtung der Vor- und Nachteile und natürlich auch den Kosten-Nutzen-Faktor, ob dieses Tool für dich geeignet ist. Sollte das der Fall sein, wünsche ich dir viel Spaß und ganz viel Erfolg. Sollte es nicht der Fall sein, geh unten in meine Videobeschreibung. Dort findest du die Playlist zu den Videotools. Da habe ich dir eine ganze Menge vorgestellt. Dort findest du sicherlich eine Alternative. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, folgende Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video Wirecast. Live-Videos im Videomarketing